zweite Pause haben wir hinter uns. Und jetzt geht es weiter. Es ist 11 Uhr. Das erste Bier wird gleich kredenzt. Und da ist sie wieder. Es ist 11 Uhr. Das Bier ist kredenzt. Das ist bei Langreisen so üblich. Das heißt das 11 Uhr Bier. Madame? Ich trinke Limonade. Von wegen Limonade. Piccolo. So, wir sind gleich am Hotel. Mal sehen, was wir heute Abend alles so essen. Ja, sieht schon ganz gut aus. Hier ist noch leer. So. Ja, ist schon schön gefüllt, der Saal. Sieht schon ganz gut aus. Wir machen uns bereit zur Fahrt an den Bodensee und an den Rheinfall. Und das Ganze teilt sich danach auf in drei große Sprachräume hinein. Je nachdem kann ich auch sagen, auf welcher Flussseite man die Schweiz betritt oder auf welcher Flussseite man unterwegs ist. Man hat den großen französischsprachigen Sprachraum, wo die Schweiz auch nicht Schweiz, sondern Suisse heißt. Alles, was quasi von der Rhone aus hochkommt, aus Frankreich hochkommt, in Richtung Genfersee sich befindet, haben wir unter anderem den Kanton Waadt. Für eine Bild werden wir uns dann aufgegeben. Der Rheinfall. Schaffhausen in der Schweiz.
Hier schwimmen die Fische. Hier sind Fische. Hier sind ganz viele. Auf geht's zum Schiff. Ja, René, sag noch mal ein paar letzte Worte. Glück, Glück. Glück, Glück, Glück. Wir sitzen auf dem Boot. Es schaukelt schon etwas. Das sind aber jetzt auch Fremde mit, ne? Nee, der René ist der Letzte. Und da ist sie wieder. Ja, wir fahren jetzt zuerst einmal durchs Becken durch, zum kleinen Fall hin, dann noch zum größten Fall, nicht zu nahe momentan. Schauen wir nochmal. Ich sag, okay, ein wenigstens ja. Okay. Der größte Wasserfall von Europa liegt in seiner Breite, ist der 150 Meter breit, 23 Meter die Fallhöhe, mit dem Map ist über 900.000 Liter pro Sekunde warum. Ja, das ist sehr viel, und da sind im Sommer zwischen 500 und 600.000 Liter. Aber das höchste hier gemessen ist an 1399. Ah, dort ist die Aussichtsplattform, dort vorne. Einfach nur genial! Jo! So, langsam drehen wir ein. Geht langsam los, ja. Die Gischt.
guten Morgen, liebe Leute. Wir sitzen hier vor dem Hotel in der Haferecke und warten auf unseren Bus. Heute geht es nach Konstanz und auf die Insel Mainau. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Die Voraussagen sind nicht sehr positiv, aber wir werden das Beste daraus machen. Ja, die schwarze Krake kommt und schließt uns ein. Aber wir lassen uns den Tag nicht verwiesen. Ja. Hier ist er, der Bodensee. Wir sind hier in Konstanz im Hafen. Und gehen zur, was hat sie gesagt, alte Bieruhr. Ganz langsam dreht sie sich. Und Sie sehen hier, und dann sehen Sie Wasser, das ist heute der Bahnhof. Sie sehen hier, das Gebäude ist an die alte Stadtmauer angebaut. Thank you.
sind auf dem Weg auf die Insel Mainau. Über die Brücke. So, wir sind hier in der Mammutbaumallee. Und der Mammutbaum ist einmal voll eisfrei.
Fenderbahn und warten, bis es losgeht. Die Leute halten sich alle schon fest. Mal sehen, was passiert. Ein bisschen ein Kirschen. Von Anfang Mai bis Ende September verwöhnt sie täglich das Aussichtsrestaurant Berghaus Fender direkt an der Bergstation. Von Ende September bis Anfang Mai ist das Gasthaus Fender nach dem Gehweg von der Bergstation täglich für sich geöffnet. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Fender. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. Dem Fender, den Ausblick auf die Berge. Und da ist sie wieder. Ein herrlicher Ausblick. Und hier oben. Suchen wir uns dann ein Plätzchen und genießen ein Hefeweih.
Morgen, liebe Leute. Wir sind bereits in Lindau angekommen. Jeder geht noch mal pullern, der mal muss. Und dann geht es los. Hier sehen wir die Stadtmauer von Lindau. Worauf ich stehe, war früher alles Wasser. Rein geht's in die Innenstadt. Damit Sie verstehen, in der Reihe das kam. Wir machen mal einen Zeitsprung in die Vergangenheit und gehen ins Jahr 800 zurück. Die Insel war dann natürlich auch schon da. Das Ganze hier ist ein Moränenhügel aus der Eiszeit. Aber die haben hier nichts festgehalten. Wir wissen nichts. Um das Jahr 800 hat aber in unserer Region hier ein Graf gelebt. Das war der Adelbert von Rätzchen. Und über diesen Herrn erzählen wir uns bis heute eine Geschichte. Der Adelbert soll auf Bodensee unterwegs gewesen sein. Warum auch immer, der kam in Seenot. Dann hat er in seiner Riesenverzweiflung gedacht, wenn ich nur einmal irgendwo an Land komme, dann will ich da aus Dankbarkeit ein Kloster bekommen. Der gute Mann soll hier ankommen sein, aber wir standen. Und von da ab ist es recht lebendig geworden auf der Insel. Eine Äbtissin, eine Klosterfrau, die konnte natürlich auch was in die Wege leiten. Die haben einen Marktplatz. Und was hat er jetzt mehr? Man lag an den Linien, wir hatten immer den Wasserweg und das war das Genialste für die Waren zu transportieren. Wenn die Lindauer heute in die Vergangenheit schauen, würde ich wirklich sagen, wir haben uns hier über alle Jahrhunderte mit dem Handel über Wasser teilt. Das war unser wichtigstes Standbein. Lindau und seine engen Gassen. Ja, schön. Ja, Ferienwohnung mit einem Fenster. Achtung, die Köpfe einziehen. Hui. Mit dem Schirm hier. Da sind sie wieder. Ein sogenannter Eckenschöner, damit die Ecken durch die Fahrzeuge nicht verletzt werden. Genau, das waren meine Worte, die ich sagen wollte. Durch diese Höhlegasse muss ich kommen. Hier sind wir nun in Lindau am Hafen. Und hier die Hafeneinfahrt. Hier ist sie wieder. Der Inselrundgang ist erstmal kurz unterbrochen. Unsere Guide-Tour-Betreuerin hat sich verabschiedet
Und wir müssen jetzt das 11 Uhr Bier nachholen, was es sonst immer auf unseren Reisen gibt. Und wir sind hier in feinster Begleitung. Und wenn es erstmal nur die Spatzen sind und er hört die schöne Hafenmusik im Hintergrund. Und ich hoffe, dass da keiner bei kommt. Ja, jetzt, wir haben noch gar nicht geguckt. Auf der alten Stadtmauer und an der Inselhalle. Die Innenstadt haben wir jetzt verlassen. Ein sehr schöner Inselbesuch. So, wir werden uns hier noch ein bisschen vorne an dem Hafen aufhalten. Hier kommst du, die Reisegruppe ist fast komplett. Ich sitze hier vor dem Hotel in einer kleinen Raucherecke und wir warten auf den Bus. Heute geht es auf den Senfis, einen 2500 Meter hohen Berg mit der Seilbahn. Leider spielt das Wetter wieder mal nicht so richtig mit. Zurzeit herrscht leichter Nieselregen und es ist keine gute Sicht vorhanden. Aber wir sind ja optimistisch und warten ab, wie es wird. Bis später. Auf dem Senfis. Was ihr seht, ist nichts. Der blanke Nebel. Aber da kann man auch nichts machen. So. Hier hätte man eine herrliche Sicht, aber es bringt ja nichts.
gehen wieder vor der Gondel und werden nach unten fahren. Alles leer. Leute, hier nochmal eine kleine Aufnahme vom Sentis. Ich sagte bereits, was man sieht nichts. Aber wir wollen uns noch etwas belobigen und gehen hier in die Alpschaukäserei auf der Schwelbalb. Mit den dazugehörigen Geräuschkulisse und Originaltieren. Machen wir jetzt noch einen kleinen Abstecher nach St. Gallen.